Eine kleine Fortsetzung der Lesung aus dem Buch IQ ist nichts, Unbildung alles. Wie gesagt, es geht darum, die Idiokratie zu verhindern. Ich schloss in der letzten Lesung mit diesen Zeilen. Also geht es weiter, geht es mit der allgemeinen Wirtschaft bergab, es wird weniger produziert und es geht darum, weniger zu verteilen. Daraus kann nur noch folgen, dass sich die Masse auf die Fleißigen stürzen wird, diese zu enteignen. Da die Vernünftigen in der Unterzahl sind, müssen sie es sich gefallen lassen. Wollen sie nicht bei der Verteidigung ihrer letzten Habseligkeiten sterben? Ein langer Ausweg aus der Krise. Um das Schlusswort dieses Buches vorwegzunehmen und ein wenig Licht in diese düstere Zeit zu bringen, einige Zeilen, warum gute Bildung ein Ausweg ist. Nehmen wir Deutschland. Zu Zeiten des Wirtschaftswunders und bis Ende der 1960er Jahre konnten einfache Facharbeiter viel mehr als heutige Ingenieure und das Abitur war wirklich noch ein höherer Bildungsabschluss. Schon in der ersten Klasse konnten die Kinder bereits zu Weihnachten das Alphabet bis zum Z, konnten mit schöner Handschrift und richtig schreiben. Alles Grundvoraussetzungen für gute Bildung. Sie glauben es nicht? Fragen Sie die alten Leute. Pardon. Die Alphabete der Mathematik, das 1 plus 1 und das 1 mal 1 beherrschte jedes Kind. Und diese heute kaum noch vorhandenen Fähigkeiten helfen enorm, mathematische Zusammenhänge und physikalische Größenordnungen schnell zu verstehen. Zu dieser Zeit hatten die Menschen mehr Wissen und waren klug, konnten also besser denken, was wiederum bedeutet, dass sie vernünftiger handelten. Wichtig, das hat nichts mit dem sogenannten IQ zu tun. Dazu kommen wir später. Jetzt nur so viel dazu. Der IQ sagt, wie viel und schnell ein Mensch pro Zeit denken kann. Menschen mit kleinerem IQ können trotzdem enorm viel lernen und das Gelernte anwenden. Wenn die Menschen also vernünftiger sind, haben sie mehr Verständnis füreinander und lassen sich nicht so leicht übers Ohr hauen. Sie erkennen von sich aus, dass Fleiß und Wohlstand zusammenhängen und beneiden einander kaum, bis auf eine Ausnahme, aber auch dazu komme ich noch ausführlicher. Der innergesellschaftliche Frieden ist also unter gut gebildeten wesentlich besser gesichert. So eine Bildungskrise wie heute gab es im 6. Jahrhundert schon einmal. Das Schulwesen, ja die gesamte Bildung, lag da nieder. Kaum jemand konnte noch lesen und schreiben und Buchstaben wurden an Häuser gemalt, weil es nach Bildung aussehen sollte, ohne Sinn und Verstand. Wie sollte Wissen weitergegeben und Bildung vermittelt werden? Karl der Große, zumindest schrieb man es ihm zu, erkannte die Missstände und leitete die Zeit der Bildungsreformen der Renaissance ein. Welch ein Glück für unsere weitere Menschheitsentwicklung. Allerdings festigte sich im Mittelalter bereits der hier sinngemäß wiedergegebene Spruch: Halt du sie mir dumm, ich halte sie dir fromm. Wir kommen auf dessen Bedeutung auch noch zurück, prägt der Spruch doch entscheidend auch unsere heutige Gesellschaft. Der Ausweg wurde uns durch die Renaissance gezeigt. Endlich wieder mehr und solide Bildung. Aber diesen Weg zu gehen, kostete die Menschheit damals mindestens 100 Jahre. Aua. Das fehlende Ansehen. Im Märchen Das Rumpelstilzchen fiel mir ein Satz auf, der mich seit Jahren auf das Ansehen aufmerksam machte. Und um sich ein Ansehen zu geben, ging er, der Müller, zum König und sprach: Meine Tochter kann Stroh zu Gold spinnen. Dieser Satz sagt uns, dass der König diesen Mann normalerweise nicht einmal angesehen beachtet hätte.
Von einem König überhaupt angesehen zu werden, hatte wohl einen hohen Stellenwert. Nur damals? Und heute erinnern wir uns zuerst der Begriffe angesehener Mann, unansehnlich oder hoch angesehen. Wenn wir nach Worten ähnlicher Bedeutungen suchen, finden wir für angesehen Worte wie anerkannt, ehrwürdig, geachtet oder gar geehrt. Bis Anfang der 1970er Jahre genossen einfache Leute bei den Hochstehenden kaum Ansehen, außer sie hatten sich durch besondere Leistungen aus der Masse hervorgetan. Wenn dieses Hervortun aufgrund geistiger Leistung geschah, ehrte man diese Menschen schon früh mit allerlei Titeln wie Doktor, Magister, Professor und so weiter. Das Ansehen, oft bereits von Geburt aus bestehender Höherstellung, wurde um Titel wie Geheimrat, Kommissar, Leutnant, Wohlgeboren und andere gehoben. Grundsätzlich war die Welt also aufgeteilt in hoch im Ansehen Stehende, die aufgrund dessen auch eine mehr oder weniger große Macht hatten, und das gemeine Volk, also in Herrschende und Beherrschte. Und das schien, oberflächlich betrachtet, in Ordnung. Von Ausbeutung und Machtmissbrauch abgesehen, war es auch in Ordnung, zumindest was das Ansehen aufgrund höherer Bildung betraf. Nebenbei, Schulen, in denen man zumindest das Lesen und Schreiben lernte, gab es schon vor 6000 Jahren. Und wer lesen und schreiben konnte, genoss damals schon hohes Ansehen, erst recht, wenn er sich auch dadurch überhaupt erst fortbilden konnte. Solchen Menschen stand der Weg zu Ämtern und damit weiterem Ansehen offen. Was sich immer wieder durch die Zeit zog, war, dass man gern bestimmten Menschen höhere oder einfach nur Schulbildung verwehrte. Beispielsweise schlossen die Nazis gar die Juden Schritt für Schritt vom Schulbesuch aus. Warum wohl, wenn man an den Zusammenhang zwischen Wissen und Denken denkt? Auch zu diesem Thema kommen wir noch ausführlicher, zumal deutsche Juden damals durchschnittlich einen um 10 Punkte höheren IQ als Deutsche hatten. Ein anderer Aspekt. Wer reich ist, genießt viel Ansehen. Ich kenne einige sehr, sehr reiche Menschen, die eben nicht nach Ansehen streben. Und Sie, lieber Leser, wissen wahrscheinlich um die Brüder Albrecht, die die Kette Aldi gründeten. Beide Brüder waren überhaupt nicht auf Ansehen bedacht, und wer sie nicht kannte und in der Öffentlichkeit sah, vermutete nie die damals reichsten Menschen Deutschlands. Meine Erfahrung ist, dass Menschen, die ihren Reichtum selbst erarbeiteten, nicht nach mehr Ansehen streben. Natürlich gibt es auch sehr reiche Menschen, die ihren Reichtum zur Schau stellen, aber haben sich diese Leute das auch wirklich erarbeitet? Wirklich? Von Ausnahmen natürlich abgesehen. Ein spanisches Sprichwort sagt, dem klappernden Huf fehlt ein Nagel. Wie schon erwähnt, waren sich die einfachen Menschen ihres fehlenden Ansehens schon immer bewusst, was in der Menschheitsgeschichte bis zum Anfang der 1970er Jahre von der großen Mehrheit auch als gegeben hingenommen wurde. Man fügte sich da rein und war stolz, wenn es ein einfaches eigenes Kind oder Kind eines Dorfes oder einer Stadt wegen hoher Intelligenz nach oben schaffte, es also zu Ansehen oder gar Ruhm brachte. Zu Zeiten der Französischen Revolution und wahrscheinlich auch schon viel früher setzte sich aber ein Ruf in den Köpfen der Menschen fest. Alle Menschen sind gleich! Damit das Wirklichkeit wurde, metzelte man im damaligen Frankreich zigtausende dahin. Seltsamerweise waren 60% Bauern und Arbeiter. Auch Wissenschaftler und Gelehrte waren dabei. Sehr berühmt war der Chemiker Lavoisier. Man bekämpfte die Feinde des Volkes, und Denunzianten hatten Hochkonjunktur. Nehmen wir das einfach mal so hin, denn zu ändern ist es nicht mehr.
dass eben nicht alle Menschen gleich sind, weiß ein jeder aus eigener Erfahrung. Aber der Gedanke an die Gleichheit ist verlockend. Wenn man es im Zusammenhang mit dem Ansehen betrachtet, ergibt sich das Folgende. Jeder Mensch möchte gern mindestens beachtet, besser noch, gut angesehen sein. Denn dann fühlt sich der Mensch wichtig für die Gemeinschaft. Das aus der Mode gekommene Wort Nichtsnutz kommt nicht von ungefähr, drückt es doch treffend das Gegenteil aus. Wenn ein sogenannter Dorftrottel eine wichtige Aufgabe im Dorf erhält und sei es nur, dass er die Dorfstraße fegt oder Nachtwächter ist, dann fühlt er sich angesehen, denn er nützt der Gemeinschaft. Wie schlecht sich ein Mensch fühlt, wenn er von seinen Mitmenschen nicht einmal wahrgenommen wird, kennt fast jeder, der von einer vielleicht sogar nahestehenden Person des Raumes verwiesen wird mit den Worten: Ich will dich nicht mehr sehen. Aus meinen Augen! Oder wenn ich dich schon sehe. Oder ähnlichen Ausdrücken. Belassen wir es vorerst dabei, das Ansehen zu beleuchten. Sie ahnen wahrscheinlich, woraus ich hinaus will. Danke fürs Zuhören. Vielleicht, schreibt es in die Kommentare, liebe Leute. Vielleicht mache ich noch ein bisschen weiter. Also, bis zum nächsten Video. Egal, was dabei auch herauskommen mag. Bis dann. Tschüss.